Sehr geehrte Versammlungsteilnehmer, wiederum haben wir eine außerordentliche Versammlung einberufen müssen, die über Neuregelungen von Verkehrsordnungen Aufschluss geben soll. Es gab einmal eine Zeit, in der es nur Fußgänger gab und keine Fahrzeuge. Ich denke hier zurück an die Zeit der Erschaffung der Menschheit. Zu dieser Zeit hatte es natürlich die Verkehrspolizei leicht. Aber heute, wo Millionen von Verkehrsmitteln, Autos, Straßenbahnen, Radfahrer etc. durch die Straßen der Großstädte rasen, müssen unbedingt neue Verkehrsordnungen geschaffen werden. Ein ganz neues, aufsehenerregendes System hat nun unser Stadtkämmerer, Herr Rüsselkrump, sich ausgedacht. Ich erteile somit Herrn Stadtkämmerer Rüsselkrump das Wort. Meine Herren Stadträte, wenn ich mir heute selbst erlaube, vor Sie hinzutreten, so tue ich das nicht nur, um zu treten, sondern um Ihnen einmal reinen Wein einzuschenken. Ich bitte, diesen Satz nicht sprichwörtlich zu nehmen, denn ich bin kein Weinwirt, sondern ein Wannwirt, denn endlich einmal eine richtige Verkehrsregelung getroffen. Wie soll das in Zukunft werden? So kann es unmöglich weitergehen. Schutzleute tun ihre Pflicht. Die Schutzleute dirigieren, die Bevölkerung folgt ihnen nicht, grinsen, spotten, trotzen den Verkehrsordnungen der Großstadt. Die Verkehrspolizei will das Beste, aber die Großstädter bleiben meist Dörfler. Macht es der Schutzmann so, gehen sie so. Macht es der Schutzmann aber so, gehen sie anders. Die Autos durchsausen die Straßen, die Radfahrer fahren, wie sie wollen. Die Fußgänger gehen mitten auf der Straße spazieren, kommen zwischen die Wägen, die Sanitätskolonnen haben Hochbetrieb. Die Krankenhäuser können die Verwundeten wegen Platzmangel nicht mehr aufnehmen. Dies alles kann nur anders werden durch meinen Vorschlag, der alle diese Missstände auf einmal aus der Welt schafft. Mein Vorschlag ist folgender, und jeder Irrsinnige wird mir recht geben. Der Verkehr soll folgendermaßen eingeteilt werden. Und zwar täglich von 7 bis 8 Uhr Personenautos, 8 bis 9 Uhr Geschäftsautos, 9 bis 10 Uhr Straßenbahnen, 10 bis 11 Uhr Omnibusse, 11 bis 12 Uhr die Feuerwehr, 12 bis 1 Uhr die Radfahrer, 1 bis 2 Uhr die Fußgänger. Sollte diese stundenweise Einteilung nicht möglich sein, wäre eine andere Lösung möglich, und zwar Tagesverkehr. Der Montag ist nur für die Personenautos, der Dienstag nur für die Geschäftsautos, der Mittwoch Straßenbahn, der Donnerstag für die Omnibus, der Freitag für die Feuerwehr, der Samstag für die Radfahrer, die Sonn- und Feiertage nur für die Fußgänger. Auf diese Weise wird nie mehr ein Mensch überfahren werden. Oder eine weitere Lösung. Im Januar nur Personenautos, im Februar Geschäftsautos, im März die Straßenbahnen, im April Omnibusse, im Mai die Feuerwehr, im Juni die Radfahrer, im Juli Fußgänger und so weiter und so weiter. Oder 1939 nur Personenautos, 1940 Geschäftsautos, 1941 Straßenbahnen, 1942 die Omnibusse, 1943 die Feuerwehr, 1944 die Radfahrer, 1945 Fußgänger und so weiter. Oder im 20. Jahrhundert nur Personenautos, im 21. Jahrhundert nur Geschäftsautos, im 22. Jahrhundert. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ich bitte aufs Wort. Verzeihen Sie, gnädige Frau, was denn hier los? Ich bin nämlich von auswärts. Warum tanzen denn diese Burschen auf der Straße? Aber was heißt das, da Burschen tanzen? Nun ja, wer sind denn diese Leute? Das sind doch Schaffler. Schafler? Schafler. Schäffler sind sie, wenn Sie es besser verstehen. Ist das der neueste Tanz? Der neueste. Im Gegenteil, das ist der älteste Tanz. Ein historischer Brauch ist heute in München aus dem 15. Jahrhundert, glaube ich. Den tanzen Schäffler schon seit 500 Jahren. So alt sind die Schäffler schon. Ach, die da tanzen, sind doch nicht 500 Jahre alt. Der Brauch ist so alt. Ein Mensch kann doch nicht 500 Jahre alt werden. Doch, Frau, doch, doch. Wieso doch, doch? Nun ja, der Abraham, der war doch 700 Jahre alt. Jetzt kommt der mit dem Abraham daher, da muss ich gleich lachen. Der Abraham schon, aber der Abraham, das war doch kein Schäffler. Ja, was war denn der Abraham? Ja, das weiß ich auch nicht, was der war. Naja, Ding war es halt, ein alter Mann.
Ja, daher das hohe Alter. Ja, alles zurück da, alles zurück, sieh, die Frau, gehen Sie doch zurück. Ja, dann lassen Sie frei bleiben, gehen Sie doch zurück. Ja, wir können ja nicht zurückgehen, wenn die Insel neu bevordrucken, sondern sie haben mit seinem Kaffee ja. Da hinten. Ja, ja, ich mache eine schöne Chance, nicht so sautum. Geht, du mich nicht um, wenn du alter Pfannkuchen gehst, sonst hau er da einen aufs Haupt, dass du meinst, der Zeppelin hat dich geschrafft. Ah, sie schon, aber ein gebildeter Mann scheinbar, hä? Ja, bei mir haben sie schneit, weil sie sehen, dass ich eine alleinstehende Frau bin. Eine alleinstehende Frau, dann hockst du halt mit mir aus Pflaster hin, dann bist du nicht mehr alleinstehend. Du quaffer die Vorfots, Mari. Ja, sie schau gut, hä? George, hast du das Weigrad lächeln hören? Ja, Frau, bei was für ein Gasbock haben denn sie das Lachen gelernt? Nimm doch ein bisschen Rücksicht auf das Kind. Das wird ja erdrückt. Wieso erdrückt? Lassen Sie doch daheim den jungen Wurm. Der unzeitige Embryo versteht ja doch noch nichts vom Schaffler-Tanze. Komm zu mir hier, Kleiner. Setz dich auf meine Schulter. So, siehst du jetzt was? Ja, unsere Kinder, glaube ich, auch. Das werden wir uns erst eine Stunde lang hören. Das sieht man nicht. Sing's doch nicht so kleinlich. Das Kind will doch schließlich auch was sehen. Sie waren vielleicht auch mal ein Kind. Aber in so ein Gedränge nimmt man kein so Hundvieh mit. Ich kann meinen Hund mitnehmen, wann ich mag. Das geht einer an Träger, das sag einer ich. Wenn es einem nicht passt, dann fahre ich einer solchen hin. Dass das zeitliche Segen. Also Kinder und Hund gehören überhaupt nicht daher. Ja. Das ist meine Ansicht, wenn Sie was verstehen und wollen, gell? Und du auch nicht mit den Sauhopfen. Wer hat einen Sauhopfen? Du siehst ja, einfach, was wir mit ihm. Das ist doch ein Jugendverschütter. Auseinander. Ja, was war denn das? Hauen, führt lang mein Schäfletanz. Ja, steh, schau mir da. Ruhe! Ja, Ruhe. Und unsere gemütliche Stadt München, sie lebe dreimal. Der Nächste, bitte. Grüß Gott, Herr Doktor. Was haben Sie für Schmerzen? Ja, Zahnschmerzen. Und gehört zum Zahndoktor. Herr Doktor, von vorgestern bis heute habe ich 8 Nächte nicht mehr geschlafen, vor lauter Zahnweh. Ich habe mir mit dem Hintern hohlen Zahn, wissen Sie? Aha. Wie einem ein hohler Zahn wehtun kann, das ist mir unbegreiflich. Denn wenn etwas hohl ist, dann ist doch nichts mehr drin. Und wie einem das nichts wehtun kann, das kann ich mir gar nicht erklären. Dann müssten doch so viele Menschen auf der Welt fortwährend Kopfweh haben. Ja, da haben Sie nicht so ganz Unrecht. Meine Mutter hat auch an derselben Stelle da einen hohlen Zahn gehabt. Meinen Sie, Herr Doktor, dass ich vielleicht den hohlen Zahn von meiner Mutter geerbt habe? Das weiß ich nicht, denn ich habe Ihre Frau Mutter nicht gekannt. Also so nehmen Sie bitte in diesem Sessel hier Platz. Ich bin so frei. No, nur keine Angst. Sie zittern ja wie ein Zitterspieler. So, nun machen Sie mal den Mund recht schön auf. Und lassen Sie mir einmal den hohlen Zahn sehen. Ja, Herr Doktor, sind Sie nicht so neugierig. Als Zahndoktor, Sie werden doch schon jedenfalls einmal einen hohlen Zahn gesehen haben. Ja, mein Lieber, ich muss doch den Zahn zuerst sehen, sonst kann ich ihn doch nicht ziehen, nicht wahr? Ja, das Reißen, wissen Sie, das ist halt gar so furchtbar schmerzhaft. Das kann man ja kaum aushalten. Wissen Sie, Herr Doktor, wenn ich mir ein verrenktes Knie wieder einrenken lasse, das ist ja auch ein furchtbarer Schmerz. Aber da kann ich vor Schmerz die Zähne zusammenbeißen. Das kann ich aber beim Zähnreißen nicht machen, weil Sie sonst nicht mehr mit dem Zahngeld reinkommen. Na, also jetzt machen Sie keine Geschichten. Machen Sie mal den Mund schön auf, Sie werden gar nichts spüren. Ich ziehe Ihnen den Zahn mit Lachgas. Das geht nicht bei mir, das geht nicht. Warum weil nicht? Ich mir ist erst vor 4 Wochen mit Tante gestorben. Ich darf nicht lachen, ich habe nur Trauer. Ja, das sehe ich ja, aber eben, den Zahn braucht man ja überhaupt noch gar nicht ziehen, denn kann ich Ihnen noch plombieren. So. Ja, wissen Sie, ich bohre Ihnen den Zahn jetzt aus. Kommen Sie. Halt. Das brauchen Sie ja bei dem nicht tun, den brauchen Sie nicht ausbohren, der ist sowieso schon ganz hohl. Nein, ich muss ihn ganz hohl machen. Und dann muss ich Ihnen den Nerv töten. Herr Doktor, denken Sie ans 5. Gebot. Du sollst nicht töten. Den Nerv muss ich töten. Und dann mache ich Ihnen eine Zementplompe hinein. Zementplumpen?
Ist die teuer? Na, eine Zementplombe kostet 7 Mark. 7 Mark? Ja, das ist mir teuer. Ja, wie viel Zement brauchen Sie da dazu? Oh, ganz wenig. Vielleicht eine kleine Messerspitze voll. Eine Messerspitze voll? Und das kostet 7 Mark? Nein. Das ist mir teuer, das macht man mein Hausmaurer daheim und man macht Bier. Ja, lieber Mann, Sie sind ein schwieriger Patient. Ziehen soll ich Ihnen den Zahn nicht und plombieren soll ich ihn auch nicht. Dann setze ich Ihnen halt eine Goldkrone auf. Ah, Sie sind ein ehemaliger Hoflieferant. Ich komme wegen dem Haus. Ah, Sie meinen wegen dem Häuschen. In der Zeitung steht aber Haus. Nein, nein, es ist so ein kleines Haus, ja, ein Häuschen. Aha, ein Häuslein. Häuschen. Ja, steht das Häuschen im Freien? Ja, jedes Haus steht im Freien. Ne? Ich komme das auf meint, das... Da steht es ja doch. Ah, ja, da ja. Ja doch. Ich komme nämlich auf das Zeitungsinserat. Wissen Sie, Sie haben doch das Haus zu verkaufen. Ist das hier das Haus? Ja, 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 das verstehe ich. Ja, ich verkaufe es ja eigentlich ungern, wissen Sie, aber ich bin froh, wenn ich es einmal los habe. Ne? So, wie viele Stockwerke hat denn das Haus? Keines, nur Parterre. Ist es bewohnt auch? Momentan nicht, weil ich ja draußen stehe. Na, wie viele Zimmer hat es denn? Nur eins. Dafür hat es keine Treppe und kein Stiegenhaus. Sagen Sie, ist das hier eine ruhige Gegend? Ja, ja, ja. Im Winter, da hören Sie nicht einmal das Auffallen der Schneeflocken. Aber dafür gibt es im Sommer viele Ameisen. Aber die gehen ganz leise. So, ja, und wie steht es mit den Toilettenverhältnissen? Ja, Klosett ist keins im Haus. Ja, aber wenn man... Ja, nur der Wald ist da nur 5 Minuten davon entfernt von ja, hier. Ja, aber bei Nacht? Auch nur 5 Minuten. Sagen Sie, wann sind Sie in dieses Haus eingezogen? Einen Tag später. So früh schon? Ja. Ja, und wie ist es denn mit der Beleuchtung hier? Haben Sie Gas oder elektrisch? Im Haus und im Freien, überall elektrisch. Ah, aber ich sehe gar nirgends eine elektrische Leitung. Ja, nur elektrische Taschenlampen haben die Brenner innen und im Freien. Ne? Und wie alt ist das Haus schon? Das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht gefragt. Sind Hypotheken drauf? Nein, nur ein Kamin. Ja, was bedeuten denn diese 4 Zimmerwände hier? Das Hausdach nicht runterfällt, das sind die Stützen. Stützen für was? Fürs Hausdach. Ach so. Ja. Und ist Ungeziefer im Haus? Nein, ich bin noch Junggeselle. So, so. Jawohl. Legen Sie... Nein, ich nicht. Nein, ich meine, einen Moment. Bitte? Legen Sie... Nein, aber meine Hühner legen. Nein, ich meine, legen Sie Wert darauf, so, dass das Haus bald verkauft wird? Sofort, in baldiger Bälde. Kaufen Sie sich dann wieder ein neues Haus? Um Gottes Willen, niemals mehr. Ich suche so ein altes 1000 Meter tiefes Bergwerk zu mieten. Was? Ja. Was, ein Bergwerk? Ja, ja, und das wollen Sie dann bewohnen? Ja, das bewohne ich, ne? Selbstverständlich. Ja, das ist ja unheimlich. Schon, aber sicher. Sicher? Vor wem? Vor Meteorsteinen. Ach, so ein Meteorstein fällt doch so selten vom Himmel runter. Ja, die Sicherheit geht in dem Fall über die Seltenheit. Meine lieben Hochzeitsgäste, in dieser späten, vorgerückten Stunde muss ich mich verpflichtet, an meine lieben Gäste noch eine kleine Ansprache zu halten. Heute sind es genau 25 Jahre war. Ruhe, so seid so ein Staat, wenn ihr redet. Wenn ihr nicht ruhig seid, dann versteht man doch meinen Benedikt nicht. Dass ich 25 Jahre, dass ich meine geliebte Mina zum Traualtar geführt habe. Ja, ja. Ruhe! In diesen 25 Jahren hat sie mir stets Glück und Freunde. Ruhe! Ruhe!
Glück und Freude ins Haus gebracht. Und die Hauptsache, sie war mir während diesen 25 Jahren immer treu. Wer ist denn da so sauber da hinten? Wer ist denn da? Der Krämer. Aber das ist doch eine Unverschämtheit von Ihnen, das kann ich Ihnen sagen. Was heißt doch unverschämt, wenn ich einen Katar habe? Ja, ein Katar. Das ist eine faule Ausrede. Eine Gemeinheit ist es. Also ich finde das geschmacklos. Meine Frau haben sich beleidigt. Sie haben mich jetzt beleidigt, jawohl. Wir haben Sie zuerst zum Essen und zum Trinken eingeladen und jetzt haben Sie gefressen und geschoffen, was Sie gerade zusammengebracht haben. Und jetzt wollen Sie mich beleidigen, gell? Eine traurige Gesellschaft. Das ist eine Unverschämtheit. Eine traurige Gesellschaft. Und mir meine Untreue noch vorzuwerfen auch. Das ist eine ganz große Gemeinheit von Ihnen. Fressen und saufen, das habt ihr keiner, gell? Soll ich so fressen und fackeln weiter? Du kommst mal gerade weg, du. Schutzmann! Schutzmann! Telefonieren, Schutzmann! So muss traurig ist das traurig! Viel Teufel, mehr kann ich nicht sagen! Jetzt soll ich doch wieder nieder! Ruhe! Ruhe! Muss denn jedes Mal bei meiner silbernen Hochzeit gerauft werden? Sascha, Herr Benedikt, was uns unsere Hausfrau geschenkt hat, 2 Freibilletten ins Volkstheater für heute Abend. Die Hausfrau hat uns die Freibilletten geschenkt. Warum geht denn die nicht selber nicht? Der alte Trompe. Ja, mei, sie wird halt keine Zeit haben. So, sie hat keine Zeit, aber wir müssen uns Zeit nehmen, dürfen uns ins Theater nicht hocken. Okay, was schimpfst denn jetzt? Sei doch nicht so undankbar. Undankbar? Das siehst doch ganz deutlich, dass die Frau irgendwas gegen uns hat, sonst lassen sie nicht ausgerechnet uns die Karten da schenken. Ja, aber sie wollte uns doch nur eine Freude damit bereiten. So eine Freude? Sie uns? Haben wir vielleicht ihr schon mal eine Freude bereitet? Niemals? Also, willst mitgehen oder nein? Jetzt ist es 7 Uhr und um 8 Uhr geht's Theater an. Da haben wir schon allerhöchste Zeit. Barbara, das ist ja doch unmöglich, dass wir fertig werden. Wir sind noch nicht angezogen, wir haben noch nicht gegessen. Es ist 7 Uhr und in einer Stunde geht's Theater an. Red doch nicht gar so dumm daher. Natürlich muss ein Theater angehen. Sonst könnt ihr ja nicht auswerten. Wir müssen uns halt jetzt recht beeilen, dann kommen wir schon noch zurecht. Also komm, zieh dich an. Es soll nämlich ein sehr schönes Stück gespielt werden. Was für ein Stück? Volksstück? Ja, selbstverständlich. Nein, wie das Stück heißt, meine ich. Naja, sei doch nicht gar so neugierig. Ich bin nicht neugierig, ich meine nur, es könnte ja ein Stück sein, was ich schon mal gesehen habe, ne? Ja, desto besser. Je öfter, dass man was sieht, desto besser versteht man es dann. Das ist nicht wahr. Wir zwei haben uns schon so oft gesehen und verstehen uns soll ich nur weniger. Also red nicht so blöd. Komm los, es geht ja schon auf 7 Uhr. Beeil dich. Soll ich meinen Anzug anziehen oder meinen Überzieher? Herr Benedikt, frag nicht immer so viel. Natürlich musst du einen Anzug auch anziehen. Denn ein Überzieher muss doch in der Garderobe abgehen. Du kannst dich doch nicht im Hemd ins Theater setzen. Warum nicht im Hemd? Jeder Mann hat doch im Hemd ein Hemd an, wenn er ins Theater geht, nicht? Wer ins Theater geht, ich ziehe jetzt einmal meine Stiefel an und setze gar keinen Hut auf, weil man den Hut auch in der Garderobe abgeben muss. Ja, meinetwegen. Was meinst du, Benedikt, soll ich das blaue Kleid anziehen? Selbstverständlich ziehst du das blaue an. Oder das schwarze? Das auch. Der Schmarrn. Ich kann doch nicht 2 Kleider auf einmal anziehen. Auf einmal freilich nicht, aber einen Tag dieses und am anderen Tag jenes. Dich, wenn man was fragt, dann weiß man ja vorher schon, dass man sich ärgern muss. Wann fragst du nachher? Also, ich bin jetzt so ziemlich fertig. Ich auch noch nicht. Also, dann gehen wir gehen. Halt, einen Opengucker nehme ich auch noch mit. Die brauchst doch nicht, das ist ja ein Volksstück. Da musst du einen Volksstückgucker mitnehmen. Also, los, gehen wir. Hast alles? Ja, die Wohnungsschlüssel und Taschentuch und die Geldbörse und dein Schnupftabak? Ja, alles habe ich dabei. Ja, ich habe auch alles. Nehmen, ne? Halt, wo sind denn Billetten? So ist es. Um Gottes Willen. So ist es. Wo haben wir denn die Billetten? Das ist wichtiger als für das Theater. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Das ist ja, jetzt hat es keine, meine Billetten. Das ist ja katastrophal. So, jetzt haben wir keine Billetten. Ja, sei doch froh, dass wir es nicht finden. Dann haben wir doch einen Grund, dass wir nicht ins Theater gehen brauchen. Ja, das ist schon wahr, aber peinlich ist es für uns. Na, was heißt peinlich? Aber woher? Da schreiben wir einfach ein paar Zeilen. Sehr geehrter Herr Volkstheaterdirektor, oder wie du weißt,
verschiedene Umstände halber ist es uns heute Abend nicht möglich, in Ihr Theater zu kommen. Spielen Sie ungeniert Ihre Vorstellung ohne unser wertes Erscheinen weiter. Mit aller Hochachtung Benedikt und Barbara Holzapfel. Sehr einfach. Ja, den, ganz den, richtig. Den so Briefkasten schreibe ich ihm, ja, und ja. Den gebe ich dann auf. Ja. Wenigstens, wenn man meinen Brief schaut, wenigstens sieht der Direktor daraus, dass wir nicht nur blöd, sondern auch gebildete Leute sind. Grüß Gott. Ah, sind Sie der Ausgeher von der Vogelhandlung? Ja. Ja, sind Sie zu Hause? Ja, ich warte ja schon so lange auf Sie. Ich habe schon geglaubt, Sie kommen gar nicht mehr. Nein, ich bin schon da. Da ist also der Kanarienvogel von der Vogelhandlung samt Käfig und da wäre die Rechnung. Das ist recht, ja. Wo ist denn der Hansi? Sie, der Käfig ist ja leer. Wo ist denn der Vogel? Der muss doch drin sein. Was heißt, muss drin sein? Es ist aber keiner drin, da schauen Sie her. Das ist ja ausgeschlossen, Frau. Ich bringe Ihnen doch nicht einen leeren Käfig. Ja, ich bitte Sie, schauen Sie doch selber, nein. Ja, da brauche ich gar nicht nein schauen, Frau. Wir haben doch schließlich ein reelles Geschäft. Was glauben Sie, was die Kunden da sagen, denen, wenn wir überall da einen leeren Käfig hinbringen werden? Und noch dazu ohne Vogel. Unsere Kundschaften werden richtig bedient, da fehlt sie nichts. Ja, was heißt, da fehlt sie nichts? Natürlich fehlt was da, bitte, der Vogel fehlt. Ach, da müsste man dann beim Transport das auskommen sehen, dass vielleicht das Tierl offen war, das kann sein. Ja, wir reden es doch nicht, das Tierl kann nicht offen gewesen sein, das ist ja zu. Das ist zu? Natürlich. Ja, dann muss er drin sein. Es ist aber keiner drin. Na nur, Frau, das ist unmöglich, bei einer geschlossenen Tür kann kein Vogel rauskommen, das ist ja, unmöglich. Aber, unmöglich, aber in dem Fall muss er doch herausgekommen sein, sonst wäre er ja drin, nicht wahr? Drin muss er sein, da gibt es gar keinen Zweifel. Schauen Sie mal auf der Rechnung auf, ob er auf der Rechnung steht, dann haben wir es gleich. Ja. Schauen Sie mal hinauf. Da steht freilich ein Käfig mit Vogel, 13 Mark. Na also, sehen Sie es ja. Glauben Sie mir, weil Prinzipal würde Ihnen eine Rechnung schreiben, Käfig mit Vogel, 13 Mark, und würde Ihnen statt ein Käfig mit einem Vogel nur einen Käfig allein liefern, das ist ja aus. Der Käfig allein nützt Ihnen nichts und der Vogel allein nützt Ihnen auch nichts. Ja, ne? So gescheit das, bin ich auch. Das gehört zusammen wie Suppen ohne Salz. Ja, aber ich bitte Sie, was macht man denn jetzt da? Ja, dann muss ich die Rechnung muss ich einkassieren. 13 Mark macht alles zusammen. Was heißt da alles zusammen? Der Käfig und der Vogel. Der Vogel war doch keiner drin. Ich bezahle doch nichts, was ich nicht vollständig bekommen habe. Ja, dann nehme ich die ganze Ware wieder mit. Die ganze Ware ist gut. Sie könnten ja höchstens den Käfig mitnehmen. Den Vogel war ja gar keiner drin. Frau, der Vogel muss drin gewesen sein. Das ja, aber ich, wo wäre denn dann hingekommen? Und das ist mir gleich. Auf der Rechnung steht Käfig mit Vogel, 13 Mark. Ja, ja, da müssen Sie mir aber zuerst einen Käfig mit Vogel bringen. Ja, in diesem Fall nicht, Frau. Da bräuchte ich ja doch nur mehr einen Vogel bringen. Wieso nur den Vogel? Ich brauche doch einen Käfig auch dazu. Na ja, einen Käfig haben Sie doch schon. Sie werden ja behaupten, dass der Käfig auch rausgekommen ist. Das sage ich auch gar nicht. Der Käfig ist freilich da. Sie brauchen mir nur den Vogel dazu liefern. Einen Vogel allein liefern ja mir nicht, Frau. Nur immer zusammen. Käfig mit Vogel. Aber mir haben Sie den Käfig alleine geliefert, ohne Vogel. Aber auf der Rechnung steht Käfig mit Vogel. Ach geh, okay. Ich bin doch nicht verpflichtet, dass ich Ihr sautumes Geschwätz anhöre. So, jetzt hast du mir das Tier vor der Nase zerkaut. Na, ich kann es der Frau auch nicht, wirklich nicht verdingen, denn es ist wirklich kein Vogel drin. Aber auf der Rechnung steht tatsächlich Käfig mit Vogel. Also, Sie wollen das Trompetenblasen bei mir lernen? Jawohl. Aha, hier haben Sie ja Ihr Instrument schon dabei. Jawohl. Gestatten Sie mal, dass ich es probiere. Bitteschön. Ein ausgezeichnetes Instrument. Ja, aber so kann sich natürlich noch nicht schlagen. Ja, ja, das glaube ich auch. War ja ein Husten auch noch. Naja, das ging auch ohne Husten noch nicht. Denn schauen Sie, wenn jeder, bevor er es gelernt hat, schon so blasen könnte, dann gäbe es keine Lehrer und keine Schüler. Na ja. Sie werden es schon noch lernen. Also, die Noten kennen Sie ja schon, ja? Ja, die Noten kenne ich schon. Aber ich kenne nur Singnoten. Ja, das ist bei den Noten ganz gleich. Singnoten kann man auch blasen und Blasnoten kann man auch singen. So. Es kommen Sie, jetzt blase ich Ihnen einmal auf der Trompete das leere C vor. Ja. Sehen Sie, so. Muss jetzt dies nachblasen? So, jetzt kommen Sie, jetzt probieren Sie es einmal. Ja, du wirst mir dabei sein. Ja, so nehmen Sie das Instrument. Na ja, aller Anfang ist schwer, aber das macht nichts.
Der noch nur, einmal. Der Anfang ist nur schwierig, ja. Noch einmal, das geht schon. Da habe ich nichts drauf. Ah, ja, na ja, jetzt war es schon bedeutend besser. Ja. Aber wissen Sie, das muss noch reiner klingen. Noch reiner? Ja, hören Sie zu, so. Jetzt versuchen Sie es noch einmal. Das ist wieder nur schwieriger. Na, jetzt war es laut und schwierig. Ja, ich blase es Ihnen noch mal vor. Das ist nützt ja nichts, wenn Sie nicht so kommen. Hören Sie zu. Ja. Jetzt muss es auch bei Ihnen gehen. Geht es, geht nicht, geht nicht. Naja, ja, ich glaub, Anfang ich hab, ist doch, hab ich, schwer. Ich glaube, dass ich da gerade so ein Ding dazu habe, so naja, Talent. Sie, das ist, macht gar nichts, das kommt schon noch. Schauen Sie, alles braucht seine Zeit. Ja, kennen Sie denn das Musizieren, dieses kreisliche Blasen von den anderen, so Herren von den anderen Schülern? Ach ganz ja. Jahr. Ja, das ist ja alles Gewohnheit. Nein, mal von, was dort Hausinwohner dazu sagen. Ja, du lieber Gott, die müssen halt das mit in Kauf nehmen, nicht wahr? Ich bezahle doch für meine Wohnung die Miete, dann kann ich mich doch auch rühren in meiner Wohnung. Da möchte ich nicht herinwohnen in dem Haus, wenn ich da so lernen darf. Das ist nicht schlimm, da hat noch nie jemand etwas gesagt. Ja, rühren und blasen, das ist zweierlein, zweierlein. Nein, 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 jetzt kommen Sie, jetzt blasen Sie einmal ruhig weiter. Ruhig. Schmettern. Ja, noch einmal. Noch einmal. Ja, einen Moment mal. Ich glaube, jetzt kommt schon auf meine Bloserei. Ich glaube, es hat bei mir geläutet. Jetzt glaube ich, jetzt schirle nass. Nein, nein, nur keine Angst. Ich sehe mal rasch nach. Ich kann nichts dafür, Sie haben es mir umgeschafft. Ein Moment. Ja, sagen Sie mal, wie lange soll dieser Spektakel da noch dauern? Mein Haus durchschnitt ich keine Filiale vom Zoologischen Garten. Wieso haben wir den? Ja, der Herr Hausherr ist das. Entschuldigen Sie vielmals, Herr Hausherr. Ich erteile gerade diesem Schüler hier Trompetenunterricht. Was Trompete soll der sein? Das tut aber, wenn ein altes Rhinoceros um Hilfe schreit. Brav. Brav. Unsere Parteienwohnung auch noch im Haus ist doch eine Richtigkeit. Das ist unglaublich. Ach, ja, aber. So ist es. Ja, haben Sie Worte. Das ist doch eine Unverschämtheit. Hält sich der Hausherr darüber auf, dass ich Ihnen Trompetenunterricht erteile? Ja, ich kann das dem Hausherrn schon nachfühlen. Der ist halt nervös. Was? Sie wollen bei mir Trompetenblasen lernen und helfen jetzt noch zu dem Hausherrn? Ja, ich kann das verstehen, nicht? Der kann halt die kreisliche Blaserei nicht hören, das gebe ich schon zu. Wissen Sie was? Was denn? Lernen Sie mir lieber das Dirigieren. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir bringen Ihnen nun einen Hörbericht von einem Schalterraum der Zeitung Allgemeiner Stadtbote. Wir schalten um. Verzeihen Sie, Fräulein, da bin ich hier am richtigen Schalter. In Ihrer Zeitung stand eine Heiratsannose, einsame Witwe sucht zum zweiten Mal ihr Glück in der Ehe und so weiter. Ich habe diese Annose gelesen, ungefähr vor 4 bis 5 Wochen kann es ja sein, in Ihrem Platte. Und die Zeitung, die ging mir verloren. Ich weiß nicht, habe es wem geliehen oder... Aber bitte, sind Sie doch so gut und suchen Sie mir die Zeitung mit dieser Annose. Ja, du lieber Gott, wenn Sie nicht das genaue Datum wissen, lässt sich das sehr schwer machen. Die Annose war ungefähr 5 cm lang und 3 cm breit. Der Text, einsame Witwe sucht zum zweiten Mal ihr Glück in der Ehe und so weiter. Ja, also vor 4 bis 5 Wochen, sagen Sie. Ja. Ja, Sie können doch nicht verlangen, dass ich alle diese Zeitungen, die seit 5 Wochen erschienen sind, durchblättere. Ja, da sind Sie doch so lieb. Vielleicht ist es schon in den ersten Nummern enthalten. No, das wäre ein großer Zufall. Einsame Witwe sucht zum zweiten Mal ihr Glück in der Ehe. Und zwar, die Annose ist ungefähr, wie gesagt, 5 cm lang und 3 cm breit. Na, das ist doch unmöglich, unter so vielen Zeitungen die Anzeige herauszufinden. Aber es ist drin gestanden. Ja, da steht mehr drin. Ja, das andere interessiert mich weniger. Mich interessiert nur die eine Annose.
Die Annonce ist, wie gesagt, ca. 5 cm lang und 3 cm breit. Und der Text ist: Einsame Witwe sucht zum zweiten Mal ihr Glück in der Ehe und so weiter. Ne? Naja, also so schauen Sie doch her. Das ist jetzt schon die 10. Zeitung. Ich habe doch schließlich eine andere Arbeit auch noch zu machen, ne? Ja. Ach, Fräulein, sind Sie doch so nett. Sie helfen mir vielleicht zu meinem Glück. Es hängt alles von dieser Annonce ab, von dieser kleinen Annonce. 5 cm lang und 3 cm breit. Einsame Witwe sucht zum zweiten Mal ihr Glück in der Ehe. Ja, das weiß ich jetzt bereits, wie die Annonce lautet. Aber Sie sehen ja selbst, ich finde diese Annonce nicht. Vor 4 bis 5 Wochen habe ich dieselbe selber gelesen. Einsame Witwe sucht... Na, jetzt so hören Sie es doch endlich einmal auf mit der einsamen Witwe da. Aufhören, Fräulein. Ja, anfangen will ich mit der einsamen Witwe nicht aufhören. Deswegen halt erst suche ich sie ja, so lange zu suchen, bis wir sie haben. Die Annonce ist ungefähr 5 cm lang und 3 cm breit, ja. Also, ich bitte Sie, solche Annosen in dieser Größe sind nach den Hunderten in unserer Zeitung. Ja, ja, das glaube ich schon, aber es handelt sich ja bei dieser Annonce nicht um die Größe allein, sondern um den Text: Einsame Witwe sucht zum zweiten Mal ihr Glück in der Ehe. Ja, Ehe wir die Annonce finden, suchen Sie einen lieber eine andere Witwe. Da gibt's genug in München. Nein, ich will nur eine. Die einsame Witwe, die zum zweiten Mal ihr Glück in der Ehe sucht. Ach, jetzt mag ich nicht mehr. Da schauen Sie her. Jetzt habe ich alle Heiratsannosen der letzten 5 Wochen durchgeschaut. Da ist keine drin. Tut mir leid. Haben Sie die Annose auch bestimmt in unserem Blatt gelesen? Ja, ganz bestimmt. Oder vielleicht haben Sie es im Landboten gelesen? Wir sind nämlich hier die Redaktion vom Stadtboden. Ja, im Landboden habe ich es gelesen. Was? Ja, Sie saudummer Hans Wusch. Wir schalten Sie um. Hund, Sie Bläder, Sie, was glauben denn Sie? Guten Tag. Sie wünschen? Einen Hut. Ja, was soll das für ein Hut sein? Ja, einen zum Aufsetzen. Ja, anziehen können Sie einen Hut niemals. Einen Hut muss man immer aufsetzen. Nein, immer nicht. In der Kirche zum Beispiel. In der Kirche kann ich den Hut nicht aufsetzen. In der Kirche natürlich nicht. Aber Sie gehen doch nicht immer in die Kirche. Nein, nur da und hier. Sie meinen nur hier und da? Ja. Ja, ich will einen Hut zum Auf- und Absetzen. Jeden Hut können Sie auf- und absetzen. Ja, wollen Sie einen weichen oder einen steifen Hut? Nein, einen grauen. Nein, ich meine, was für eine Fasson? Eine farblose Fasson. Sie meinen eine schicke Fasson. Wir haben allerlei schicke Formen in allen Farben. Ja, in allen Farben, dann hellgelb. Aber hellgelbe Herrenhüte gibt es doch nur im Karneval. Na, einen hellgelben Herrenhut können Sie doch nicht gut tragen. Ja, ich will ihn ja nicht tragen, sondern aufsetzen. Mit einem hellgelben Hut werden Sie ja ausgelacht. Aber Strohhüte sind doch hellgelb. Ach, Sie wollen einen Strohhut? Nein, ein Strohhut ist mir eigentlich zu feuergefährlich. Asbesthüte gibt es leider noch nicht, so weit sind wir noch nicht. Aber schöne, weiche Filzhüte hätten wir. Ja, die weichen Filzhüte, die haben wieder den Nachteil, dass wenn sie, weil man sie nicht hört, wenn sie einem vom Kopf runterfallen. Ja, dann müssen Sie sich einen Stahlhelm kaufen, den hört man. Ja, als Zivilist kann ich einen Stahlhelm tragen. Also nun müssen Sie sich aber bald entschließen, was Sie für einen Hut wollen. Einen neuen Hut. Ja, wir haben ja nur neue. Ich will ja einen neuen. Ja, aber was für einen? Einen Herrenhut. Ja, Damenhüte führen wir ja gar nicht. Ich will auch keinen Damenhut. Ha, Sie sind schwer zu bedienen. Kommen Sie, ich zeige Ihnen einmal mehrere Hüte, ja? Ja, was heißt mehrere? Ich will doch nur einen. Ich habe ja auch nur einen Kopf. Nein, zur Auswahl zeige ich Ihnen mehrere. Ich will keine Auswahl haben, sondern einen Hut, der mir passt. Na, natürlich muss ein Hut passen. Wenn Sie mir Ihre Kopfweite sagen, dann werden wir bestimmt einen passenden finden. Meine Kopfweite, die ist bei Weitem nicht so weit, wie Sie denken. Ich habe Kopfweite Nummer 55, will aber Hut Nummer 60 haben. Dann ist Ihnen ja der Hut viel zu groß. Aber er sitzt gut. Habe ich aber einen um 5 Nummern kleiner, der fällt mir wieder runter. Ja, das hat auch keinen Sinn. Wenn man Kopfweite 55 hat, dann muss auch die Hutnummer 55 sein. Ja, das war doch schon von jeher so. Ja, von jeher, das ist eben das Traurige, dass die Geschäftsleute an den alten Sitten und Gebräuchen hängen und nicht mit der Zeit gehen.
Ja, was hat denn die Hutweite mit der neuen Zeit zu tun? Ja, erlauben Sie mir sie. Die Köpfe der Menschen bleiben doch nicht dieselben. Die ändern sich doch fortwährend. Ja, innen, aber außen doch nicht. Wir kommen da viel zu weit. Ja, Sie wollten doch die Weite wissen. Aber doch nicht von der neuen Zeit, sondern von Ihrem Kopf. Ja, ich habe Ihnen nur erklären wollen, dass die Menschen in der sogenannten guten alten Zeit andere Köpfe hatten als heute. Na, das ist ja Quatsch. Natürlich hat jeder Mensch, solange die Welt besteht, seinen eigenen Kopf. Aber wir reden doch nicht von der Eigenart, sondern von der Größe Ihres Kopfes. Also lassen Sie sich von mir belehren. Nehmen Sie diesen Hut hier. Nummer 55. Der Hut kostet 15 Mark, ist schön und gut und ist auch sehr modern. Natürlich, natürlich lasse ich mich von Ihnen belehren. Denn Sie sind der Fachmann für mich, Fachfräulein. Also der Hut ist modern, sagen Sie. Ja, was heißt heute modern? Es gibt heute Herren, sogenannte Sonderlinge, die laufen Sommer und Winter im Freien herum und behaupten, das sei das Modernste. So, also keinen Hut tragen ist das Modernste. Ja, dann kaufe ich mir keinen. Auf Wiedersehen. Hallo. Sie, sagen Sie, was ist denn da los, dass so viele Leute da stehen? Ja, ich glaube, es ist etwas passiert. So was soll denn da passiert sein? Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Kind. Oh, oder? Diese Kinder. Immer wird in der Zeitung gewarnt, aber es ist ja alles umsonst, ja, ne? Sie fahren aber auch schon, es wird die Wilden. Ach, dummes Geschwätz. Die Wilden fahren ja vielleicht gar nicht so weit. Doch. Wieso? Mit was wollen denn die Wilden weit fahren? Die haben doch noch gar keine Autos. Das nicht, die fahren halt am Nil, ne? Mit den Kähnen. Mit den Kähnen, da können sie doch nicht wild fahren. Und wenn sie da wild fahren, dann können sie niemand überfahren, denn auf dem Nil, da gehen doch keine Fußgänger spazieren. Naja, das nicht, aber man sagt halt so, der fährt wie ein Wilder, heißt doch, ne? Naja, aber für uns Europäer, da hat er doch das gar keine Bedeutung. Naja, ist es jetzt wie es ist, ob der wie ein Wilder gefahren ist oder wie kein Wilder? Jedenfalls ist da was passiert. Ja, das ist eben heutzutage eine ewige Passiererei. Ja, ja, da haben Sie recht. Oh mein, gegen früher. Ja, früher. Ja, da hat ja noch nichts passieren können. Oh, sagen Sie das nicht. Da ist auch was passiert. Ja, ja, gewiss. Genauso viel wie heute. Nein, also genauso viel wie heute, das will ich nicht sagen. Nein, ganz genau so viel natürlich nicht. Nein, ich meine so, das ist eben Schicksal. Ne? Ja, ja. Der eine stirbt im Bett und der andere zu Hause. Ja, ja. Sie fragen doch einmal den Herrn, der neben Ihnen steht, was da eigentlich passiert ist. Sie, ja? Sagen Sie mal, wissen Sie, was da passiert ist? Ja, das tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist was passiert, weil so eine Menge Leute da stehen. Aha. Vielleicht weiß der Herr, der da vor Ihnen da steht, Bescheid. Ja, verzeihen Sie, ist da was passiert? Ich glaube, dass nichts passiert ist. Das wäre doch ein Schutzmann da. Ja, nein. Ein Schutzmann könnte auch da sein, wenn nichts passiert wäre. Oder umgekehrt, ja. Kürzlich, also vor einigen Jahren, da ist in der Luft was passiert. Da sind zwei Flieger zusammengestoßen und war auch kein Schutzmann drum. Das ist ja Unsinn. Sie könnten ja gleich sagen, auf dem Meeresgrund haben wir mal zwei Taucher gerauft und war kein Schutzmann drunten. Aha, da schauen Sie hin mit dem Radfahrer da dort. Da muss irgendwas los sein. Nein, ist nicht wahr. Nein, das war so. Der Radfahrer hat sein Rad an das Haus hingelehnt. Und kaum hat es hingelehnt, ist die Dame da mit dem grauen Hut da vorbeigegangen und hat sich ihr Kleid an dem Rad schmutzig gemacht, ja? Und dann hat sie zu dem Radfahrer gesagt, das Rad gehört nicht daher, hat sie gesagt. Und dann hat der Radfahrer gesagt, machen Sie halt das nächste Mal Ihre Augen auf. Beim helllichten Tag muss man doch so ein Rad sehen, nicht wahr? Also sowas, ganz genau sowas und nicht anders. Na ja, Sie sind ein ganzer Siebenscheide, Sie. So, na ja, jetzt wissen wir es ja noch wenigstens, was passiert ist, ne? Und deshalb stehen ja da seit einer halben Stunde Hunderte von Menschen da. Ja, ja. Das ist in München immer so.
Soldaten stiegen auf einen Turm. Ja, was ist das? Sie hatten keine Uniform. Ja, freilich. Auch keine Säbel beide hatten. Ja und? Das waren eigentlich gar keine Soldaten. Au weh. Mariechen saß auf einem Stein, warum denn nicht auf zwei? Zwei Katzen fingen eine Maus. Ja, was ist das? Da kam sie ihnen wieder aus. Ja, freilich. Da dachten sich die beiden Katzen. Ja und? Das nächste Mal fangen wir an ratzen. Au weh. Mariechen saß auf einem Stein, warum denn nicht auf zwei? Zwei Knaben pflückten am Felde Blumen. Ja, was ist das? Da ist ein Aufseher gekommen. Ja, freilich. Der hat die Blumen innen genommen. Ja, und? Da sind ihnen Tränen runtergrunen. Au weh. Mariechen saß auf einem Stein, warum denn nicht auf zwei? Zwei Knaben stiegen auf einen Baum. Ja, was ist das? Die wollten Äpfel runterhauen. Ja, freilich. Am Gipfel droben wurde es ihnen klar. Ja, und? Dass das eine Fahnenstange war. Au weh. Mariechen saß auf einem Stein, warum denn nicht auf zwei? Ein Kätzlein sagte zu dem anderen. Ja, was ist das? Ich glaube schon an Seelenwandern. Ja, freilich. Die andere sprach, du hast erraten. Ja und? Morgen sind wir vielleicht Hasenbraten. Au weh. Mariechen saß auf einem Stein, warum denn nicht auf zwei? Zwei Knaben stiegen auf eine Leiter. Ja, was ist das? Der obere war etwas gescheiter. Ja, freilich. Der untere Knabe, der war dumm. Ja und? Auf einmal fiel die Leiter um. Au weh. Mariechen saß auf einem Stein, warum denn nicht auf zwei? Zwei Knaben fingen ein Eidachsel. Ja, was ist das? Der, wo es gefangen hat, der hieß Maxel. Ja, freilich. Der andere backte es beim Schwanzel. Ja, und? Und dieser Knabe, der hieß Franzel. Nein, Gabriel hat der geheißen, der es auch nicht recht haben. Au weh. Mariechen saß auf einem Stein, warum denn nicht auf zwei?